Hey Leute, mein Name ist Fantu und heute gibt's mal wieder ein bisschen Crysis 3. Diesmal mehr als einen kurzen Clip, sondern heute gibt's eben so ein bisschen meine Meinung zum Spiel. Das heißt, ich will so ein bisschen drüber sprechen, was mir gut gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Ich weiß natürlich, dass das Spiel jetzt schon ein bisschen länger draußen ist, allerdings habe ich einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht, um da so ein bisschen reinzukommen, sage ich jetzt einfach mal, in die ganze Spielmechanik. Ich habe davor nämlich kein Crysis gezockt, das ist mein erstes Crysis und letztendlich habe ich mir gedacht, dass ich da vielleicht doch ein kleines bisschen mehr Zeit brauche und ja, die habe ich mir jetzt eben genommen. Ich will jetzt einfach so ein bisschen auflisten, was mir gut gefällt an dem Spiel und was mir nicht so gut gefällt und ich muss jetzt schon mal sagen, also es sind ein paar negative Punkte zusammengekommen. Aber wir fangen jetzt mal mit den positiven Punkten an. Zum einen muss ich sagen, dass mir die Maps ziemlich gut gefallen, also das Map-Design ist auf jeden Fall gelungen, es sind auch wirklich abwechslungsreiche Maps dabei, das heißt, keine Ahnung, einmal spielt man auf so einem großen Dach, ich glaube, das ist auch eine Map, die schon bei alten Crysis-Teilen mit dabei war, Skyline, glaube ich, heißt die, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die ist halt irgendwie eher hell, sage ich jetzt mal, die Map. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite zum Beispiel Maps wie Museum, die halt irgendwie eher dunkel gehalten ist. Das heißt, irgendwie ist da schon alles mit dabei. Bei Museum ist es dann auch so, dass es im Prinzip, kann man sagen, zwei Ebenen gibt und bei Skyline halt eher nicht so. Das heißt, irgendwie ist alles ein bisschen mit dabei und da ist auf jeden Fall Abwechslung vorhanden, muss man auf jeden Fall sagen. Und was mir auch ziemlich gut gefällt, was halt auch wieder ein bisschen neu für mich ist sozusagen, ist, dass man im Prinzip überall raufkommt. Das heißt, durch seinen Anzug kann man ja hochspringen und man kann sich überall noch festkrallen und hochziehen. Und im Prinzip kann man wirklich überall hin auf der Map. Es ist natürlich schon noch ein bisschen eingeschränkt, aber ist trotzdem ziemlich cool. Und gerade für einen wie mich, der halt davor irgendwie nur Call of Duty und nur Battlefield gespielt hat oder halt nur in diese Richtung Spiele gespielt hat, ist es schon ziemlich geil. Und gerade beim Multiplayer macht es richtig viel Spaß, weil man dann halt eben die ganzen Gegner ziemlich geil ausspielen kann. Man wird natürlich selber auch ab und zu ein bisschen ausgespielt, aber wenn es einem selber mal gelingt, ist es auf jeden Fall immer eine ganz nette Sache. Das heißt, so im Allgemeinen muss ich schon sagen, dass es jetzt für mich schon was Neues ist und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht als so normal, aber es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Was mir auch noch ziemlich gut gefällt, sind die Killstreaks. Da ist es nämlich so, dass man letztendlich Tags einsammeln muss, um Killstreaks zu erreichen. Im Prinzip ist es so ein kleines bisschen vielleicht wie bei Kill Confirmed, nur dass es eben losgelöst ist von den ganz normalen Kills. Das heißt, wenn man zum Beispiel Team Deathmatch spielt, braucht halt das eigene Team 100 Kills, um zu gewinnen. Und diese ganzen Kills, die zählen, auch wenn man die Tags nicht einsammelt. Will man aber eben, dass auch die Killstreaks angerechnet werden, beziehungsweise dass die Kills den Killstreaks angerechnet werden, muss man eben diese Tags ansammeln und das ist halt schon eine ganz nette Sache, weil im Prinzip verhindert es so ein bisschen, dass man campt. Diese Tags, die bleiben länger liegen, die verschwinden nicht plötzlich und auch die Teamkollegen können die nicht einnehmen. Das heißt, man ist jetzt auch nicht gezwungen, irgendwie plötzlich rauszurennen, sondern man kann immer noch taktisch vorgehen, aber man kann halt nicht die ganze Zeit irgendwie im gleichen Haus rumhängen, sondern man muss halt auch mal raus aus dem Haus und eben diese ganzen Tags einsammeln. Ist eine ganz gute Sache und gefällt mir auch an sich ganz gut, weil es vielleicht ein bisschen so die ganzen Sniper ausbremst, sage ich jetzt mal. Die gibt es dann nämlich auch wieder und ich muss sagen, dass mich Sniper langsam echt ein bisschen nerven bei den ganzen Games. Hier gibt es ja halt auch wieder und im Prinzip ist es bei denen halt auch so, wenn die eben ihre Tags haben wollen, dann müssen die raus. Das heißt, die Killstreaks bauen sich nicht auf, wenn die ganze Zeit in der Ecke hocken. Und das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Ganz allgemein muss ich eigentlich sagen, dass auch die Killstreaks an sich zum größten Teil ziemlich gut sind. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Swarmer. Das ist irgendwie so ein Zielsuch-Raketenwerfer, den man so in der Hand hat und ich verrecke immer, wenn ich dieses Ding in der Hand habe. Das heißt, mittlerweile ist es wirklich so, dass ich die teilweise gar nicht mehr auslöse, diese Killstreaks, sondern einfach überspringe, weil ich immer sterbe. Letztendlich ist das Ding einfach ein bisschen komisch. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas falsch mache oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass die ganzen anderen Killstreaks schon ziemlich viel Spaß machen. Das heißt, es gibt einen Radar, dann so einen Laser, der eben aus dem Himmel runterkommt, dann ein Gunship, das eben auch noch ein bisschen unterstützt. Und das ist alles auf jeden Fall gut. Ist nichts irgendwie overpowered, aber das passt auf jeden Fall so, wie die Dinger sind. Das heißt, die machen ein paar Kills, wenn man Glück hat, und dann ist man eigentlich auch zufrieden. Was mir trotzdem am besten gefällt, auf jeden Fall bei den ganzen Killstreaks, ist die Killstreak, die man nach 10 Tags bekommt. Und das ist nämlich der maximale Nanosuit.
Und dieses Ding macht richtig viel Spaß. Ihr seht da jetzt gerade im Hintergrund auch einen kleinen Clip. Wenn man eben diese Killstreak einlöst, bekommt man für 20 Sekunden unbegrenzte Energie für die ganze Panzerung und für dieses Unsichtbarmachen. Und man kann halt doch ganz schön viele geile Kills reißen und es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Was natürlich nicht so viel Spaß macht, ist, wenn man dann gerade in dieser Killstreak dann gekillt wird, weil einer irgendeine Stange aufhebt und die einfach nach einem schleudert. Und damit kommen wir auch zu den ganzen negativen Punkten und wir fangen eben mit dieser blöden Stange an. Es ist nämlich so, dass auf den ganzen Multiplayer-Maps irgendwelche Elemente verteilt sind, die man entweder schubsen oder greifen kann. Das heißt, teilweise liegen irgendwelche Kisten rum oder irgendwelche Autofracks, die man dann eben treten kann, die halt dann ein Stück schlittern. Und teilweise ist es eben so, dass an irgendwelchen Wänden Rohre befestigt sind, die man rausreißen kann. Und von diesen Rohren rede ich eben, das habe ich jetzt gemeint mit Stange. Diese Dinger kann man halt nehmen und dann nach Leuten schleudern. Und das Blöde an diesen Dingern ist, dass die One-Hits machen. Das heißt, wenn sich irgendwer verkämpft mit so einem Rohr und der sich gut verkämmt, zum Beispiel irgendwie bei einem engen Gang oder so, dann kann man den praktisch nicht mehr aus diesem Gang rausholen. Das heißt, er geht vielleicht kurz um die Ecke, du rennst rein, willst ihn halt killen, er kommt kurz raus, schlägt einmal nach dir, du bist tot. Und dadurch, dass er natürlich auch seinen Anzug hat, ist es echt extrem schwer, den da rauszuholen, weil er durch seinen Anzug halt genug Zeit hat, um diese Stange einfach nach einem zu schleudern bzw. nach einem zu schlagen mit dieser Stange. Man kann die Stange, wie gerade gesagt, auch schleudern, das heißt, die kann man auch auf weite Entfernung irgendwie durch die Gegend schmeißen und die One-Hitte dann auch immer noch. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, was das soll, das macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Das heißt, wenn man gerade auf einer geilen Killstreak ist und den Gegner zum Beispiel eigentlich gehabt hätte, weil man zum Beispiel die ganze Zeit auf den Kopf schießt und man einfach merkt, jetzt fällt er gleich um und der dann plötzlich eine Stange nach einem wirft und man selber dann stirbt, dann ist es einfach extrem ärgerlich. Ein zweiter nerviger Punkt sind die Bögen. Ich verstehe auch nicht, was die zurzeit haben irgendwie mit den ganzen Spielen. Irgendwie sind immer irgendwie Armbrüste dabei oder Pfeil und Bogen. Und hier in Crysis ist es eben der Bogen. Und leider ist es so, dass es halt oft irgendwelche Maps gibt oder irgendwelche Server gibt, wo dann das halbe Gegnerteam mit diesem Pfeil und Bogen durch die Gegend rennt, in Anführungszeichen. Und mit Rennen meine ich, sie campen in irgendeiner scheiß Ecke und bewegen sich überhaupt nicht mehr. Denen ist es dann auch egal, ob sie irgendwie die Killstreaks erreichen. Das heißt, die gehen da auch nicht raus, um die Tags zu sammeln, sondern die hocken da einfach drin. Und letztendlich kann man sich eigentlich überhaupt nicht mehr rausbewegen, weil egal wo man gerade langläuft, sobald es irgendwie eine offene Fläche ist, kommen sofort von allen Seiten irgendwelche Pfeile auf einen geschossen und man ist halt tot. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich und ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich mittlerweile sofort wieder lief, wenn ich eben merke, dass irgendwie jeder mit dem Bogen spielt und sich überhaupt nicht bewegt. Dann kommen wir jetzt mal noch zu ein bisschen anderen Punkten. Zum einen den Kinomodus. Es gibt nämlich keinen Kinomodus, das finde ich persönlich schade. Ist an sich aber jetzt nicht irgendwie total schlimm. Was mich da ein bisschen wundert, ist allerdings, dass die Entwickler irgendwann mal in ein Forum geschrieben haben, dass eben dieser Kinomodus diesmal nicht mit dabei ist, weil die dann das Spiel nochmal von vorne programmieren müssten, weil es eben so ist, dass der Kinomodus von Anfang an mit reingefügt werden muss. Das kann sein, ich kenne mich da nicht aus, aber dadurch, dass es eben bei Crysis 3 am Ende von jedem Match Spielhighlights gibt, zeigt sich eigentlich schon, dass eigentlich so eine Art Kinomodus vorhanden ist. Weil diese Spielhighlights am Ende, die werden ja nicht irgendwie wie bei Fraps oder so auf die Festplatte geschrieben und dann wieder abgespielt, sondern es sind ja auch einfach Skripte, die irgendwo gespeichert werden am PC und dann abgespielt werden. Das heißt, im Prinzip sind es kleine Kino-File-Schnipsel. Von daher kann ich das Argument irgendwie nicht so wirklich verstehen und im Prinzip funktionieren ja auch die ganzen Killcams nicht anders, als dass man eben dieses aufgezeichnete Stück vom Gegner, diese Sicht vom Gegner bei einem selber nochmal abspielt. Also das ist irgendwie ein bisschen seltsam, da weiß ich auch nicht, was die genau damit meinten. Das waren jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen meine Punkte. Eine Frage bleibt aber natürlich noch offen, Crysis 3 kaufen oder eben nicht? Ich finde, so ganz allgemein kann man das auf jeden Fall nicht sagen und von daher würde ich sagen, also wenn man auf schnelles Gameplay steht und wenn man eben Bock hat, viel durch die Gegend zu rennen, lohnt sich Crysis 3 auf jeden Fall. Wenn es jetzt aber zum Beispiel so ist, dass man sich zwischen Battlefield 3 und Crysis 3 entscheiden muss, würde ich auf jeden Fall zu Battlefield 3 raten, einfach weil es eher so der klassische Shooter ist, sage ich jetzt mal. Das klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber was ich damit meine ist, dass es eben keinen Anzug gibt, mit dem man irgendwie unsichtbar werden kann und es gibt eben keinen Anzug, der einem irgendwie extra Panzerung oder so verschafft. Ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine.
Das war es jetzt eigentlich auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch Crysis 3 gekauft habt und ob es euch gefällt, falls ihr es euch gekauft habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.